Einen wunderschönen guten Tag und schön hast du wieder eingeschaltet zu Die Siedler 3 ägyptische Kampagne. Die aktuell sind wir jetzt an der vierten dran. Und zwar mit der Missionname Die Römer. Siegbedingung: Zerschlagen sie die Siedlung von Septimus Marius, das ist der hier, das S. Und die Niederlagebedingung ist, sie haben ihre südlichen Vorposten verloren. Jetzt mal davon aus, dass nur der gemeint. Ja. Die Situation ist, die Römer im Süden S sind schon sehr stark und sie könnten möglicherweise alle Hoffnung fahren lassen. RA, das sind wir, also das hier. Hier weiterzukommen, wenn nicht Septimus Marius selbst noch einige Probleme mit dem römischen Piraten hätte. Ja, hier sind Piraten, die haben, glaube ich, auch Konflikte untereinander, die westlich von ihm siedeln. Das wird ihm zumindest Zeit kosten. Gut. Ihre Ausgangssituation ist etwas prekär. Ihre Leute sind auf verschiedenen Inseln verstreut. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, Schiffe und Fähre zu bauen, um eine Verbindung zwischen Ihren Inseln und dem Außenposten auf der Hauptlandmasse zu schaffen. Ja, mal schauen, ob wir die wirklich brauchen oder mal schauen, wie viel Platz wir hier gleich haben. So, ja, genug gequatscht, wir hüpfen mal rein. Aha. Ja, hier ist nicht viel, hä? Scheiße. Ja. Ich möchte hier fast zuerst ein. Ich kann nichts bauen. Scheiße. Scheiße, das ist am schlechtesten an. Wir haben ja keine Bretter, nichts hier. Ich muss das Holz nach unten liefern. Wir haben hier einen Holzfäller. Das heißt, wir brauchen hier mal schon mal. Sägewerk. Die Platz haben wir hier eigentlich auch nicht. Forsthaus plus Steinbruch hier plus dringend hier mal ein kleines Wohnhaus noch. Ja, wir Holzfäller, aber kein Förster. Machen wir den hier rein. Wenn es geht, da hinten alles machen und dann auch ein Steinmetz drücke ich hier rein. Will ich mal alle Soldaten in einer Ecke haben. Auch Soldat, du bist was? Nichts. Was seid ihr da oben? Nichts. Keine Geologen, nichts ist vorhanden. Ist nicht gerade toll, ehrlich gesagt. Wir haben einen Fischer. Wir müssen ziemlich schnell Ressourcen hier unten hinschicken. Und das erste, was wir hier bauen, ist sicher auch ein kleines Wohnhaus. Brauchen wir hier dringend. Mal hier ran, dann die Siedler auch vorhanden sind. Das muss ich jetzt mal arbeiten lassen. Hier eigentlich alles auch. Viel Land haben wir hier nur nach oben. Ich denke nicht mehr viel. Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hinten ist ja noch eine Insel. Was vergessen, ne? Wir haben ja auch nur Rohstoff. Ja, such du mal. Wirklich viel hier. Wir haben ja dasselbe Problem wie überall. Ja. Hörst du da eher mal aufs Braune? Haben wir da noch ein
Sägewerk hier rein. Und hier vielleicht das Steinmetz. Ja, dann mache ich lieber hier. Damit wir hier die Pferde bauen können, dass die möglichst einen kurzen Weg hat. Für den Schiffsbau braucht man ja eigentlich Eisen. So war es zumindest bei den Römern. Der hat alles, das ist doch mal schon sehr gut. Jetzt bräuchten wir eine Werft. Bau die mal hier in die Ecke rein. Bitte, warte mal. Was ist denn das Gebäude? Werft. Eine Anlegestelle. Gut, hier kommt die Anlagestelle und dann machen wir die Werft daneben. Dann ist der Weg jetzt ziemlich relativ kurz. Dasselbe haben wir dann auch hier. Eine Anlegestelle. Ich glaube, eine Werft sollte reichen, oder? Ah, eine Rohstoffsuche hier. Muss auch hier irgendwo welches sein. Hier, genau. Geht auch nach oben. Dahin. Du kannst schon mal anfangen zu suchen. Einbruch, Sägewerk, dann ist alles vorhanden. Ich habe hier kein Ding gebaut, ha? Ist das richtig? Hier gleich ein mittleres hinbauen, da müssen wir uns hier halt von Fischen nähern. Geht wohl nicht anders. So, ein paar Siedler sind schon draußen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Du da, such mal. Ein Fischer, wir müssen jetzt mal kurz auf die Ressourcen warten. Gut, hier haben wir schon mal Eisen. Eisenerz. Mal weg. Haben wir hier auch irgendwo einen Angler, der herum steht? Aber wir haben sonst etwa 5 Angeln, so grob geschätzt. Die Anlegestelle, wenn hier hinten alles aufgebaut ist, Sägewerk, Steinbruch. Oh, warte. Nee. Oh, scheiße. Du such weiter hier. Bau hier ein mittleres auf gleich. Oh, warte mal. Ein Stein. Ich habe einen Steinbruch gemacht. Ich sehe das gerade nicht. Ah gut, nee. Alles wunderbar, alles wunderbar. Ein bisschen verwirrt werden wir. Ah, hier oben geht es nicht mehr viel weiter. Also, ob wir das Land da wirklich einnehmen müssen, sollten, was auch immer. Hier Kohle, hier Eisen. Gut, schauen, ob wir da auch was hinsetzen könnten. Könnten wir sogar. Kohlemine. Das reicht. Eisenerz. Ja, habe ich ja gemacht. Stoffe suchen. Bräuchten wir noch. Okay.
War das nochmal so? Ja. Sehr schön. Passt alles. Der Holzfäller hier, kannst du uns die Sachen hier mal wegmachen. Du gehst mal darüber. Hier. Und du schaust mal, was du da hinten hast. Um da schon mal an Rohstoffe zu suchen. Ach, Nahrung müssen wir ja noch einstellen wegen dem Fisch. Auf einfach, wir haben dann auch auf der südlichen Insel genug. Auch Bergwerke, dass wir die Sachen direkt da aus ja, produzieren können. Ich sehe eigentlich nur grüne Sachen. Well, das ist fertig. Gut. Fertig gebaut werden. Auch genug Leute raus. Hier geht's auch voran. Wunderbar. Dann machen wir jetzt hier mal, weil wir jetzt hier die Grundversorgung haben. Kohlemine hier noch. Wir müssen auch schauen, was wir da hinten haben. Hier haben wir dann noch keine eine Anlegestelle. Und dann hier hin. Ah, Edelsteine haben wir hier. Fischerhütten brauchen wir dann hier reichlich. Fisch. Hier angeln. Haben wir einen vielleicht noch hier oben hin. Dahin ist halt so suboptimal. Warte. Hier unten kriege ich keinen reingedrückt, ha? Schade. Wir müssen da noch Platz haben für eine Eisenschmelze hier sicher. Notfall können wir das Eisen ja irgendwo sonst hin transportieren. So, was kosten die Schiffe hier? Wir haben eine Fähre. Da könnte ich die Soldaten zumindest mal rüberschicken. Okay. Kann ich die nicht bauen? Ah, ich brauche noch einen Steger. Hm. Geht das nicht? Ich hab schon alles vergessen. Warte mal. Anlegestelle, kann ich die auch da ein bisschen weiter rüber? So, jetzt geht's. Wunderbar. Nur 7 Bretter, sehr schön. Da können wir schon mal die Soldaten rüber befördern. So, hier wird alles weggemacht. Dann können wir hier irgendwo mal eine Fischerhütte reindrücken. Mach die schon mal hier hin. Dann hier dahin. Und dann natürlich auch hier irgendwo. Hier bauen wir eine Eisenschmelze nur auf. Ich kann angeln hier. Frechheit. Ah, Mist. Wie Angel hat der hier? Hat zumindest ein paar. 3 Stück hat er hier. Okay, viel haben wir hier nicht bauen. Ich stopp das Forsthaus mal kurz. Und hier mal alles kurz wegroden. Hier oben nämlich auch nochmal eine Eisenerzmine. Thank you.
Gut, da kommen auch wieder Zivis raus. Mein Chef findet dann schon mal alle Einheiten rüber. Ja, jetzt baue ich da, also jetzt bauen wir ja hier das Wohnhaus. Viele Bretter brauche ich etwa, um hier alles aufzubauen. Natürlich genug Materialien, die eine Fähre reicht, um die Soldaten rüber zu schiffen. Dann wieder nochmal Kohle, hinten ist doch voll, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Und hier sind noch Edelsteine. Hier ist doch ein Fischer, perfekt. Wenn ich nur einen Fischer habe, finde ich irgendwie. Ja. Und ob ich da vielleicht ein Ding hinbaue. Werkzeugsmacher. Noch ein Brett kommt. Fauler Hund, Arbeit. Sehr schön. Kurz da rüber. Schaufen wir da schon mal die Soldaten zusammen. Also das restliche Land kann ich nur fürs dann mit Pionieren einnehmen. Was kostet ein Handelsschiff? Ah, zwei heiß, ne? So, wir sind da. Also brauchen wir dann auch dringend nochmal ein Wohnhaus hier. Das wird hier nicht reichen. So, das mal hier hin. Ne, alles nachträglich abreißen. Next Step. Jetzt hier alle einsteigen. Hier wäre noch eine gute Einheit. Holen wir dann auch noch gleich ab. Wird sich sonst keiner mehr verstecken. Nein, nur Rohstoffsammler. Das sieht auch nicht schlecht aus. Hier habe ich noch keine Kohle hingebaut. Kohle, Kohle. Hier hin. Fischhütte haben wir hier schon. Ah, mittlerweile könnte ich noch eine zweite bauen, ne? Und dann hier angeln. Sieht eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht schlecht aus. Eisenerz, ja. Kurz ein bisschen durchklicken.
deren Clan. Wir haben hier unten ja eigentlich einen Engpass. Ich könnte die Einheit eigentlich dahin stellen. Müssen wir da nicht so nahe am Turm kämpfen. Hier haben wir dann auch ein Gebirge. Lauft, meine Soldaten. Oben weiter schauen. Wo ist diese Engstelle? Doch bald kommen. Ich laufe schon richtig, oder? Ist das irgendwo hier? Haben wir die ja gesehen. Mal da runter. Ah, hier haben wir sie. Perfekt. Können wir denn genug frühzeitig abfangen? Du gehst da drauf. Holen wir da die restlichen ab. Schön, da wurde schon ein bisschen was eingeschmolzen. Wir brauchen dann Fisch nicht wohl eingestellt, oder was ist da los? Ist wahrscheinlich einfach zu wenig Träger, oder? Ne, muss ich das jetzt für jede Insel separat machen? Okay, das erklärt es jetzt. Die Insel eigenständig ist. So. Hier nochmal, hier ist es richtig. Hier wieder nicht. Das Ganze müssen wir dann auch hier noch einstellen. Voilà. So, die Fähre kommt dann. Du brauchst ja noch einen Point. So. Bitte einsteigen. Ich muss, glaube ich, zweimal fahren. Mal dahin. Ich hole Eisen. Jetzt wäre noch eine Eisenschmelze hier eigentlich. Ganz nett. Yes. Brauche ich hier hin. Haben wir genug? Dann können wir überlegen, auch gleich auch hier den Waffenschmied zu machen. Dann können wir die Waffen nach unten geben, direkt hier. Hier oder hier? Ich mach den mal hier in der Mitte. Gibt es dann mehr Platz, wenn die Steine weg sind. Der kann ich schon mal schön umsegeln. Gebt den ein bisschen auf. Besetzt. Ich hätte gerne eine Angelroute. Ah. Nur noch der letzte Eisenwarner. Zwei Fischerhütten sollten hier dann reichen. Mal da runter. Vielleicht nehme ich die dann mit auf die andere Insel. Ah, die sind schon da. Damit.
und dann nochmal hoch. Wäre eigentlich schon einigermaßen eine gute Armee, um anzugreifen, oder? Es ist schwer zu sagen, was er hat. Wir warten lieber mal, bis wir da ein bisschen Fuß gefasst haben. Ja, ich weiß, dass da eine Angel fällt. Eisenerz haben wir eigentlich. Ich muss mal schauen, dass das Zeug da ein bisschen mehr Kohle reinfließt. Da der gute Fisch. Es geht gerade auch nicht, wie gut wir das getroffen haben hier. Haben wir dann hier noch Kohle-Sachen? Drei Stein, drei Bretter. Danach könnte ich das hier dann mal abreißen, das kleinere Wohnhaus. Juhu! Nicht bloß nicht abbrechen. Kann man dann eigentlich hier sagen, dass ich da mal Bretter aufladen und wie ging das nochmal? Ist das richtig? Nein. War auch nicht. Ah, wird schon stimmen irgendwie. Das braucht Bretter und Stein. Insel geht zu viel Stein, wo ich nicht brauche. Hier brauchen wir den auch noch. Das sind wir auch noch am Bauen. Aber hier ist gleich alles fertig. Behaupten. Stein. Dann nehmen wir hier den Stein weg. 16, das ist der zweite Wegpunkt hierhin. Man auch nicht viele Werkzeuge hier, sehe ich gerade. Warte mal, gibt da noch ein paar Äxte mit. 4 Zensen werde ich da oben nicht brauchen. 3. Nehmen wir noch eine Säge mit. Und 2 Hämmer. Will ich 3 nehmen, ne? Mit Zacken habe ich die. Ja, auch noch mit. Hier hin. Ich hoffe, das klappt auch so. Toll, jetzt ist die Eisenbahn hier rein. Ist schon okay, dann haben wir den Fischer hier. Und ich glaube, sicher reicht das gleich nochmal. Das hier gleich ein. Nicht das hier, das hier. Da kann ich das einfach einstellen, in der Hoffnung, dass da keine Eisenbahn hingehen. Das kann ich nachträglich immer noch abreißen. Ja, das ist mittlerweile da. Ja, ja, ja. Schön, der Kohle gefunden hat. Ah. Oh. Die können noch drauf. Hin bitte. Jetzt hätte ich auch genug Stein, dann nehme ich sonst auch mal mit. 16, Eckpunkt 3. Ja.
Gehirn. Wofür das zählt auch so. Gut. Genug, aber ich denke mal, das war's schon wieder für die erste Folge. Wir haben unser der einzige Durchschnitt, der unten ist, mal gesichert mit den Soldaten, die wir haben. Und ja, in der nächsten Folge heißt es mal zu schauen, dass wir da Ressourcen unten hinkriegen, dass wir da richtig Fuß fassen können. Jo, so ist der aktuelle Plan, denke ich. Und somit wünsche ich euch auch wieder einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt, die Siedler 3. Ciao zusammen.